Geistige Stimulation und körperliche Betätigung sind und bleiben bis ins hohe Alter zwei Kernaspekte zur Gesunderhaltung des Menschen. Nicht nur für Senioren bietet es sich an, beides spielerisch anzugehen, um den Spaß und die Motivation zum Sport und Denksport langfristig zu erhöhen. Egal ob digital oder analog, viele Spiele sind jedoch leider nicht auf die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen ausgelegt. Sie lassen außer Acht, dass körperliche Funktionen wie das Sehen, Hören, die Grob- und Feinmotorik im Alter nachlassen. So wird Senioren das Mitspielen zum Beispiel durch zu kleine Spielelemente unmöglich gemacht. Unser Smart Home Projekt löst dieses Problem. Es handelt sich um ein soziales Bewegungs- und Denkspiel, das sich insbesondere an Senioren in Pflegeheimen richtet, aber grundsätzlich von jedem gespielt werden kann. Denn es passt sich an jeden Spieler und dessen Bedürfnisse ganz individuell an. Zu Beginn der Entwicklung haben wir eine Zielgruppenanalyse durchgeführt, um den Gesundheitszustand und die Techniknutzung von Senioren einzuschätzen. Aus diesen Erkenntnissen haben wir 5 Personas definiert, von denen wir wiederum 4 notwendige Personalisierungsmöglichkeiten ableiten konnten. Die Personas sind als spielbare Profile im Spiel hinterlegt. Weitere Profile können leicht angelegt werden, entweder offline auf dem Gerät oder online über die Personalisierungsplattform OpenApe. Für das Spiel haben wir 2 Anwendungen in Unity entwickelt. Über die Desktop-App, welche auf einem Computer läuft, können die Spieler gemeinsam auf einem großen Bildschirm spielen. So können alle Mitspieler das Spielbrett und den aktuellen Spielstand verfolgen. Die zweite Anwendung läuft auf einem Tablet, über das das Spiel wie mit einer Fernbedienung gesteuert wird. Dieses wird nach jedem Zug von Spieler zu Spieler weitergereicht. Bei jedem Spielerwechsel lädt es automatisch die hinterlegten Präferenzen des nächsten Spielers und verändert so beispielsweise die Darstellungsgröße des Benutzerinterfaces oder schaltet eine Sprachausgabe ein. Die Regeln des Spiels sind einfach. Der aktuelle Spieler würfelt analog mit dem großen Schaumstoff-Gyroskop-Würfel. Ist ihm das aufgrund einer körperlichen Einschränkung nicht möglich, steht natürlich eine digitale Alternative zur Verfügung. Nun wird ihm eine Quizfrage mit 4 Antwortmöglichkeiten gestellt. Es gibt Themen wie Natur, Technik, Filme oder auch die eigene Ortsgeschichte, denn Betreuer können dem Fundus ganz einfach eigene Fragen hinzufügen. Aufgepasst! Nur wenn der Spieler die Frage mit Hilfe des Tablets richtig beantwortet, zieht seine Spielfigur auf dem Spielbrett um die gewürfelte Zahl weiter. Zusätzlich zu dem großen Bildschirm wird die Auswertung der Quizfrage über 4 farbige Lampen kommuniziert, die im Raum aufgestellt sind. Die Ausnahme: Hat einer der Spieler in seinen Präferenzen angegeben, dass er fotosensitiv ist, bleiben die Lampen natürlich aus. Ist sich ein Spieler mal bei einer Frage unsicher, stehen ihm 2 Joker zur Verfügung. Beim Publikumsjoker wird es nochmal richtig sportlich. Um abzustimmen, welche Antwort sie wählen würden, müssen die anderen Spieler zu der entsprechend leuchtenden Lampe laufen. Gewonnen hat, wer zuerst mit seiner sportlichen Spielfigur die Ziellinie überquert. Viel Spaß beim Spielen!